Ja, Marc Wieser, nach 10 Niederlagen vor heimischem Publikum jetzt endlich wieder der erste Sieg. Ihr verwertet noch den entscheidenden Penalty. Das muss eine riesige Lösung sein, oder? Ja, es hat uns sicher gut getan und auch für unsere Fans. Endlich haben wir es mal durchgebracht. Es waren zwar nicht 3 Punkte, aber ein Sieg. Ja, und, es tut allen gut, dem ganzen HCD ringsum, den Fans, uns in der Garderobe. Ja, ist schön gewesen. Jetzt von außen sieht man, dass der Haris Vitolinsch nachher noch der Hischier zwischen euch und die Brüder bringt. Die machen nachher das 2-2. Nimm mich schnell ein bisschen mit, seit der Haris Vitolinsch da ist. Seit dem Training, seit dem Sieg gestern, dem Sieg heute. Was ist alles passiert? Was merkt ihr als Spieler schon? Ja, es ist unglaublich organisiert, oder? Er gibt immer uns, was wir machen was oder was gut wäre, was wir müssten machen mit. Und das hilft uns, aber da ist noch viel Arbeit dahinter. Wir machen nicht immer alles richtig und zu viel Böckverlust in der Offensive. Aber ich glaube, jetzt haben wir den Spengel gehabt, können ein bisschen üben, das System. Und ja, ich meine, das bringt dir Selbstvertrauen, wenn du so ein System spielst und noch Punkte holst. Ja. Selbstvertrauen, dass man den entscheidenden Penalty macht. Marc Wieser, gratulieren. Ich wünsche einen guten Spengel. Ja, danke.